sind die Erfolge der Politik basiert. Naja, es müssen eigentlich die Kirchen wieder ernst genommen werden in der Frage, wer über den Glauben von Leuten befindet. Also, dass wir an dieser Stelle darauf gestoßen werden, dass wir selber nicht mehr erklären können, ob Menschen den Glauben, den christlichen Glauben angenommen haben und ob sie an dieser Stelle auch in den Gemeinden integriert sind. Das wird offensichtlich nicht mehr als Kriterium gewertet und das ist natürlich eine Frage auch eines Menschenrechts, der Glaubensfreiheit und des Entscheids, sich für einen Glauben zu entscheiden, die hier auf dem Spiel steht. Ja, also hier sind wirklich Menschenrechte fundamental angegriffen, wenn das so weitergeht und da müssen wir eben alle Mittel einsetzen, um hier auch Menschen zu schützen, die konvertiert sind und die für uns in den Gemeinden bereits auch integriert sind. Glaubensentscheidung für den christlichen Glauben kann ja lebensgefährlich sein und viele der Konvertiten, der echten Konvertiten, die möglicherweise zurückgeschickt werden in ihr Land, riskieren damit ja ihr Leben. Und wir als Gemeinden haben die Verantwortung, hier möglichst alles zu verhindern, dass hier Menschen abgeschoben werden. Und wir sind an dieser Stelle sehr bestürzt über die Erstverfahren. Wir sehen, dass immer mehr Menschen, die wir in den Gemeinden aufnehmen, die wir nach einer Prüfungs- und Unterrichtszeit auch taufen, dass sie erst bis in die nächsten Instanzen gehen müssen, um wieder hier gerecht behandelt zu werden. Und das ist für uns eine unerträgliche Situation. Wir begleiten mit den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen unserer Gemeinden viele in die Verfahren und wir sind zutiefst erschüttert, was sich hier verändert. Ja, dass das wirklich ein Problem ist, kann ich persönlich bezeugen. Ein Konvertit lebt bei uns. Der ist im Erstverfahren abgelehnt worden mit sehr fadenscheinigen Begründungen. Ich habe so seine Unterlagen gelesen. Ja. Es wird einfach Scheinkonversion unterstellt. Für Menschen, die ihr Leben riskiert haben, vielleicht sogar schon im Herkunftsland zum christlichen Glauben überzutreten und dann einfach mit dem Leben bedroht zu werden. Es werden in den Erstverfahren zum Teil auch sehr absurde Konstruktionen hergestellt, um Menschen hier zu prüfen. Das hat nichts damit zu tun, ob Menschen in einer Gemeinde integriert sind, in die Nachfolge Christi hineingenommen sind, sondern es werden ganz, ganz absurde Fragekonstruktionen verwendet, um das Gegenteil glaubhaft zu machen. Und das ist für uns sehr, sehr befremdlich. Gäbe es objektive Kriterien, die wir den Behörden empfehlen könnten, als sozusagen Richtschnur für Verfahren, die es ja zweifelsfrei auch geben muss? Scheinkonversion ist ja ein Faktum, was auch passieren kann. Ich glaube, dass das Bundesamt für Asyl an dieser Stelle von den Fällen selber und den Situationen der Menschen ausgehen muss und dass es an dieser Stelle eben wirklich individuell menschlich behandelt werden muss, was Menschen an dieser Stelle auch erleben und wiedergeben. Uns scheint, dass hier die Zahlen, die insgesamt erreicht werden müssen, im Vordergrund stehen und dass diese Zahlen eigentlich plötzlich das Entscheidende sind, um solche Fälle zu behandeln und nicht mehr der Mensch. Also den Mensch wieder im Mittelpunkt stellen wäre hier ja, die Forderung. Genau. Also eine Forderung der Nächstenliebe, auch des Menschenrechts. Ja, und ich denke mal, es geht gar nicht nur um die Kirchen, sondern es geht einfach um die Frage, ob hier menschliche Behandlung noch wirklich im Blick ist. Es muss hier nicht der Boulevard bedient werden mit Zahlen. Das ist unsere Meinung, genau. Recht herzlichen Dank.